A2.2. Der Punkt E liegt auf der Strecke BC. Die Dreiecke ABE und BCD besitzen den gleichen Flächeninhalt. Berechnen Sie die Länge der Strecke AE. Teilergebnisse sind noch die Länge der Strecke BE und das Ergebnis, nämlich AE mit 8,3 cm, angegeben. Also, hier in der Skizze sehen wir wieder alle bekannten Größen und man soll die Länge der Strecke AE herausfinden. Vorgehen wie üblich, man sucht sich einen Dreieck, in dem die Strecke AE drin liegt und mit diesem Dreieck man vielleicht viel berechnen kann. Das Dreieck ABE bietet sich natürlich an. Was kennen wir in diesem Dreieck? Wir kennen AB mit 7,8 cm. Wir kennen den Winkel CBA mit 70 Grad. Aber das war es auch schon. So, und es hilft oftmals, ins Teilergebnis zu spickeln, was denn da so noch dran steht, um noch so eine Idee für den Lösungsansatz zu bekommen. Da heißt es jetzt, Teilergebnis BE sind 6,5 cm. Also wenn die Strecke BE noch bekannt ist, dann kennen wir noch diese Strecke. Wir sehen, es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also es funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchten wir zwei Winkel und zwei Seiten. Wir haben aber nur einen Winkel gegeben. Für den Kosinussatz bräuchten wir drei Seiten und einen Winkel. Zwei Seiten sind gegeben, die dritte Seite ist gesucht und ein Winkel ist auch gegeben. Das sieht also tatsächlich nach dem Kosinussatz aus und wir müssen jetzt allerdings erst noch die Strecke BE berechnen. So, für die Strecke BE brauchen wir jetzt die Angabe, die hier drin steht, nämlich die Dreiecke BCD und ABE besitzen den gleichen Flächeninhalt. In der Aufgabe zuvor haben wir den Flächeninhalt des Dreiecks BCD berechnet. Da konnten wir herausfinden, der Flächeninhalt des Dreiecks BCD sind 23,9 Quadratzentimeter. Hier heißt es jetzt, der Flächeninhalt des Dreiecks ABE ist genauso groß, also ebenfalls 23,9 Quadratzentimeter. So, jetzt überlegen wir mal, wie können wir von diesem Flächeninhalt 23,9 Quadratzentimeter die Strecke BE ausrechnen? Wenn wir den Flächeninhalt schon kennen, dann brauchen wir natürlich wieder eine Flächenformel und rechnen jetzt im Prinzip rückwärts. Welche Flächenformeln gibt es? 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite und Höhe ist nicht gegeben, kennen wir nicht, also vielleicht ist die Formel nicht so günstig. Wir können auch die zweite Formel ansetzen, nämlich 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Die Determinante fällt automatisch weg, weil wir sind ja nicht im Koordinatensystem. So, kennen wir zwei Seiten und einen Winkel. Wir kennen die Strecke AB mit 7,8 cm. Die BE wollen wir ja berechnen und der eingeschlossene Winkel wäre dann genau der Winkel CBA mit 70 Grad. Würde also wunderbar passen. Von so her können wir ansetzen. Flächeninhalt des Dreiecks ABE ist gleich, nochmal ganz allgemein, 0,5 mal Seite mal Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und das ist der Winkel CBA und wir sehen ja eigentlich sofort, der CBA ist natürlich gleich groß wie der EBA, weil E auf der Strecke BC liegt. Steht ja auch in der Angabe oben drin. Setzen wir bekannte Größen ein. Der Flächeninhalt war 23,9 Quadratzentimeter, also ist gleich 0,5 mal. AB sind 7,8. BE ist unbekannt, bleibt also stehen. Und dann haben wir noch Sinus von 70 Grad. So, je nach Taschenrechner kann man jetzt hier wieder einen Solver einsetzen oder wir lösen per Hand. Wir sehen, dieses BE ist mit lauter Multiplikationen verbunden. Das heißt, BE lässt sich ganz einfach berechnen, indem wir hier durch 0,5 teilen, durch 7,8 teilen und durch Sinus 70 teilen. Also daraus folgt 23,9 geteilt durch, und ich mache jetzt halt eine große Klammer, die so aussieht. Man kann als Zwischenschritt natürlich auch noch 0,5 mal 7,8 mal Sinus 70 erst ausrechnen und dann im zweiten Schritt dadurch teilen, kommt aber genau das gleiche raus. So, das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen und Überraschung, es kommt genau die geforderte Streckenlänge raus, nämlich BE sind 6,5 cm. So, jetzt haben wir schon vorher gesagt, wenn
die Strecke BE mit 6,5 cm bekannt ist, können wir den Kosinussatz ansetzen, weil wir kennen zwei Seiten, den eingeschlossenen Winkel und die Seite gegenüber des Winkels ist gesucht, also drei Seiten und ein Winkel. So, der Kosinussatz wird meistens immer etwas länger, den schreibe ich jetzt hier drunter. Für die Strecke AE gilt also, beim Kosinussatz muss ich immer mit dieser Strecke anfangen, die gegenüber des bekannten Winkels liegt. Wenn jetzt hier 70 Grad bekannt sind, muss ich auch mit der Strecke AE anfangen. Also folgt AE Quadrat ist gleich. Jetzt die beiden anderen Strecken. Da haben wir AB Quadrat plus BE Quadrat. So, minus 2 mal Strecke 1 mal Strecke 2 mal Cosinus des Winkels. Und das war der CBA. So, also man sieht schon, der ist schon ziemlich lang. Setzen wir ein. AE bleibt unbekannt, die wollen wir herausfinden, ist gleich AB sind 7,8 Quadrat plus BE waren, haben wir gerade ausgerechnet, 6,5 Quadrat minus 2 mal 7,8 mal 6,5 mal Cosinus von 70 Grad. So. Taschenrechner ist der Freund, natürlich kann man solvern, oder aber, wenn man AE nach AE auflösen möchte, eine große Wurzel ziehen, also Wurzel aus und jetzt den ganzen Ausdruck einfach nochmal abschreiben. 7,8 Quadrat plus 6,5 Quadrat minus 2 mal 7,8 mal 6,5 mal Cosinus von 70, dann die Wurzel drüber schreiben, das kann auch jetzt wieder jeder Taschenrechner. Einmal angeben, ausrechnen und dann kommt dabei heraus, dass AE ja genau die geforderten 8,3 cm sein muss.